The Lord is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if He came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die selige Hoffnung. Und warten auf die selige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilandes Jesus Christus. Jesus sagte, er werde hingehen und Wohnung für uns bereiten, damit wir auch dort sein könnten, wo er ist. Wir werden immer bei ihm bleiben und uns über das Licht freuen, das von seinem geliebten Antlitz ausgeht. Bei dieser Aussicht hüpft mein Herz vor Freude. Wir sind beinahe zu Hause. Der Himmel, welch ein herrlicher Ort. Er ist unser Heim in alle Ewigkeit. Ich bin jeden Augenblick froh, dass Jesus lebt. Und weil er lebt, werden auch wir leben. Meine Seele sagt, der Herr sei gepriesen. In Jesus ist alles im Überfluss da. Ein Vorrat für alles. Warum sollten wir aus dem Mangel an Brot sterben, in fremden Ländern verhungern? Ich hungere und dürste nach Erlösung, nach völliger Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Durch Jesus haben wir allen Grund zum Hoffen. Diese Hoffnung ist zuverlässig und fest und reicht hinein hinter den Vorhang. Sie tröstet uns, wenn wir bekümmert sind, macht uns mitten in der Angst Freude, vertreibt das Dunkel, das uns umgibt, und lässt uns durch dies alles hindurchblicken auf die Unsterblichkeit und das ewige Leben. Irdische Schätze können uns nicht locken, denn wir haben ja diese Hoffnung, die eindeutig alle irdischen Schätze übersteigt, die vergänglich sind, und ergreifen die Schätze, die dauerhaft, unverderblich und unbefleckt sind, die nicht dahinschwinden. Unser irdischer Körper mag sterben und ins Grab gelegt werden, doch lebt die selige Hoffnung weiter bis zur Auferstehung, wenn die Stimme Jesu den schlafenden Staub herausruft. Dann werden wir uns über die Fülle der seligen und herrlichen Hoffnung freuen. Wir wissen, an wen wir geglaubt haben. Wir sind nicht vergeblich gelaufen, noch haben wir uns umsonst abgemüht. Eine reiche, eine herrliche Belohnung steht uns bevor. Das ist der Siegespreis, um den wir laufen. Und wenn wir mutig durchhalten, dann werden wir ihn ganz sicher bekommen. Es gibt Rettung für uns. Warum bleiben wir dann der Quelle fern? Warum kommen wir nicht und trinken, damit wir innerlich erfrischt und gestärkt werden und in Gott aufblühen und gedeihen? Warum klammern wir uns so sehr an die Erde? Es gibt Themen, die sich für unsere Gespräche und unser Nachdenken besser eignen als das Irdische. Wir können innerlich auf den Himmel eingestimmt sein. Oh, lasst uns in Gedanken beim wunderschönen, makellosen Charakter Jesu verweilen. Indem wir ihn betrachten, werden wir in sein Ebenbild verwandelt. Habt guten Mut und vertraut auf Gott. The Lord is coming. Are you ready?